Ich schaue mir jetzt die kinetische Energie von so einem Auto an. Also ich habe hier da auch ein wunderschönes Auto und das ist mal, also wenn es null, wenn es steht, hat keine Energie und einmal bei 30 und einmal bei 60 Kilometer pro Stunde. Und ich rechne das jetzt erstmal schön brav in Meter pro Sekunde um, also dividiert durch 3,6. Und dann habe ich in dem einen Fall, was haben wir denn hier? Genau, 8,3. 8,3 ungefähr Meter pro Sekunde. Und hier habe ich ungefähr 16,7 Meter pro Sekunde. Und die kinetische Energie ist ja, also Ekin, ist 1/2 mv². Mir gefällt die Buchlösung nicht, ich mache sie anders und deswegen schätze ich die Masse und ich schätze die auf 1,8 Tonnen. Zukunft gehört den E-Autos, aber die sind schwer. Ja, also 1800 Kilogramm ist für so ein Elektroauto gar nicht so riesig schwer. Und jetzt einfach einsetzen, also machen. Ja. Also 1/2 mal m, dann sind es also 1/2 mal 1800 Kilogramm mal diese 8,3 in Klammern, 8,3 Meter pro Sekunde Quadrat. Und dann bekomme ich raus, was war es denn? Vorbereitung, ja, 62 Kilojoule. Also 62.000 Joule, 62 Kilojoule. Und wenn ich das gleiche hier mache, mit den 16,7, komme ich eben auf 251 Kilojoule. Und das ist interessant. Also ich habe hier, machen wir eine andere Farbe. Also hier habe ich einmal 30 und hier habe ich einmal 60. Und hier habe ich 62. Aber nicht ungefähr, doppelte Geschwindigkeit hat hier nicht ungefähr 120 Kilojoule, sondern etwa das Vierfache. Und woher kommt es? Wegen diesem kleinen Quadrat. Also doppelte Geschwindigkeit, vierfache Energie. Und logischerweise, also hier, das ist dann schon, da habe ich jetzt 0 Kilojoule, wenn ich hier so rumstehe. Da, genau. Und jetzt bringt, das ist nicht Teil der Aufgabe, aber jetzt mache ich mal V ist 50 Kilometer pro Stunde, weil jetzt heiß diskutiert wird in den Städten. Sollen die Autos 30 fahren oder 50 fahren? Ja? Und bei 50 habe ich eine Geschwindigkeit von 13,9 Meter pro Sekunde und wenn ich das in die 1/2 mv² Formel eingebe, in diese Formel, dann bekomme ich Ekin ist 100, genau 174 war das. Ja, 1,774 Kilojoule. So, und wenn man das vergleicht, ja, also bei 30 habe ich 62 und bei 50 habe ich mehr als das Doppelte. Ja, 174 ist nicht ganz das Dreifache, aber also so der Unterschied zwischen Tempo 30 und Tempo 50, ja, Kilometer pro Stunde durch dieses Quadrat in der Geschwindigkeit bedeutet es fast das zu 2,5- bis 3-fache an der kinetischen Energie. Und deswegen könnte es rein aus der Physik her und vom Bremsweg und so weiter Sinn machen, eher 30 zu fahren als 50.